Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Dass sie das überleben. Keine Ahnung, wie weit sie sich bewegen können. Hier oben scheint es sicher zu sein. Sag mal! Okay, sie halten viel aus. Das muss ich persönlich sagen. Aber der eine von hat nicht viel ausgehalten. Wollen wir hoffen, dass sich das nicht weiter streckt. Ein Seidenkristall, das gefällt mir. Hier haben wir noch was. Pistolenmunition. Da ist nochmal TMP-Munition. Oh, die lassen rotes Auge fallen. Das ist richtig gut. Wahrscheinlich können wir das irgendwo einsetzen. Ich habe keine Ahnung, wo. Da wahrscheinlich nicht. Oder, warte. Probier nochmal. Wir versuchen das nochmal hier. Kombination? Nein. Okay, können wir nirgendwo bis jetzt einsetzen. Okay, Leon. Wie schon gesagt, immer noch extrem vorsichtig. Okay, Leute, an die Stelle erinnere ich mich. Das wird kein Spaß werden. Da oben ist einer. Ob ich den treffe mit dem Scharfschützen? Gute Frage. Versuchen wir mal. Ganz... Mensch. Bingo. Das war ein ziemlich guter Treffer. Wir werden hier nur mit diesen Waffen rumspielen. Macht Job! Weg! Ich glaube, andere Waffen sind den Viechern auch ziemlich egal. Sag mal. Das ist doch nicht mehr normal. Was halten die Viecher aus? Okay, ich glaube, das waren alle. Ich glaube, ich sollte mal in so eine Zelle reingehen. Ich weiß echt nicht, wo noch einer ist. Ich weiß es nicht. Okay, warte mal. Bevor wir hier noch in eine Zelle reingehen, weiter auskundschaften. Weiter auskundschaften. Da ist jemand drin. Wir gehen mal rein. Sieht aus, als sei er ja erst kürzlich gestorben. An der Wunde sehe ich, dass er schneller tot war. Okay, Leon. Daran wissen wir wohl, die verhandeln nicht lange, wenn sie sich einmal haben. So, gelbes Kraut, das ist wahrscheinlich... Oh mein Gott, wie soll ich das denn hier rein? Ach, egal. Okay, Leon, Leon. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Du hast gar nicht so wenig Munition, muss ich sagen. Hier hätte man noch eine kleine Toilette oder prüfen. Ah, leider nicht. Okay. Ich muss sagen. Der glitzert was. Das holen wir uns auf jeden Fall. Aber ich wollte noch sagen, diese Viecher, die halten extrem viel aus, wie es scheint. Bei den einen hat, glaube ich, jetzt ein Scharfschütze gereicht. Also so ein Scharfschützenschuss. Aber den einen jetzt, habt ihr gesehen. Boah, viele Schüsse mit der Schrot und die Schrot haut rein, ja. Okay, wir gehen ja in jede Zelle nochmal kurz rein. Das macht mir selber keinen Spaß, aber... Okay. Uah! Uah! Wo bist du? Wo bist du? Uah! Ich sollte eindeutig nicht so ins Mikro schreien, das könnte hochwerfen. Komm! Von hinten anschleichen, das habe ich schon mal...
Solche habe ich ziemlich gern. Die halten extrem viel aus. Okay. Jetzt lesen. Louis Notiz. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Ganados. Los Ganados. Hier ist eine Liste einiger der Parasiten, die das Verhalten Muster ihrer Wirte ändern können. Trichocoelium, das ist wahrscheinlich Latein. Wenn die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Sie bleibt dort bis zum nächsten Morgen, und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Aha, masochistische, aha. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Ach so, okay. Also, das eine, um zu verstehen, oh, jetzt habe ich das gelöscht, nicht gelöscht, sondern rausgemacht, um das zu verstehen, die Ameise wird dazu manipuliert, in den Körper, wo der Parasit eingepflanzt ist, in der Ameise, der Parasit bringt die Ameise dazu, von den Schaf entdeckt zu werden und somit gefressen zu werden als Futter. Ja. Damit der Parasit einträgt in das Schaf und dort Schaden anrichten kann. Okay, Trematoden. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn eines Fisches ein. Dieser schwimmt dann an die Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresvögeln gefressen wird. Wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären, dass der Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will. Das ist so ein Prozess, der führt sich immer weiter, das ist ganz schön interessant. Ach, leck mich doch am Arsch. Leukochloridium. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke. Durch ihre Farbe und ihre Pulsieren gleichen sie Würmern. Die infizierte Schnecke kriecht ans Ende eines Blatts, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann und somit er gefressen wird. Wenn er von Vögeln gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Okay. Okay, okay, okay. Das heißt, der Parasit kann richtig logisch denken. War das gerade 10 Schüsse? Extrem geil. Okay, okay, okay. Okay, ich weiß nicht, wo noch Viecher kommen. Ich hoffe nur nicht an so vielen Stellen. Ich hasse es nämlich, wenn irgend so ein Vieh rumtapst. Da könnte ich irre werden. Diese Tür ist verrostet. Komm, schieß einmal drauf, Mensch. Okay, okay, gehen wir mal hier lang. Ich habe keinen Plan, wo jetzt noch einer kommt. Hoffen wir mal. Die Sicht hat sich gerade verändert. Ich habe gerade voll Angst bekommen. Lalalala. Hier ist nichts Böses, Vinny. Das ist alles real. Nicht real. Das ist alles unecht. Das passiert eigentlich alles gar nicht. Was ist das? Eine Lampe. Ah, Genie. Komm raus. Wir brauchen dich. Gewehrmuni. Das ist natürlich wunderschön. Aha. Das Wasser müssen wir jetzt abdrehen mit dem hier. Oh, schreckt mich nicht so, Leon. Prüfen und Wasser ablassen. Das würde ich jetzt auch gerne. So, Leon, der Weg ist frei. Jetzt müssen wir den Weg wieder zurücklaufen, wie es scheint. Du hast da oben schon Löcher in der Decke gesehen. Dort wird wahrscheinlich einer runterkommen. Wir müssen aufpassen. Okay. Gewehr haben wir. Zu nah werden sie uns nicht kommen. War klar! Leck mich! Du kommst mir nicht zu nah. Hinter!
hinterlistig, die Viecher! Hinterlistig! Alter, war das eng, war das eng. Oh Mann. Hinterlistig. Hinterlistig. Ah, ich euch hasse. Oh. Okay, Leon. Weiter geht's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da wird es wahrscheinlich auch noch einer runterkommen, da wo das eine war. Oder auch nicht. Ach du Scheiße.